In diesem Video nehme ich euch mit auf eine kleine Abenteuerreise nach Frankreich. Wir werden dort Offroad fahren in einem Lost Place und das Ganze mal ein bisschen erkunden. Also wir werden nicht nur auf dem Berg und über Tage fahren, sondern auch in einem Berg unter Tage und das richtig Offroad. Keine geschotterte Piste, also bleibt dran. Ja, und damit herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Ich nehme euch heute mit auf eine Reise, eine Abenteuerreise, zum kleinen Mikroabenteuer. Wie kam es zu der ganzen Geschichte? Mein Freund Thomas von Jeep Experience rief mich vor ein paar Wochen an und berichtete mir ganz euphorisch von einem neuen Gelände, was er aufgetan hat in Frankreich. Er schaut halt immer wieder nach neuen Geländen, Offroad-Geländen für seine Veranstaltungen. Und ja, hat er mir die Adresse durchgegeben, dann habe ich mir das bei Google angeschaut und gesagt, boah, Thomas, ey, hör mal zu, das sind 7 Stunden Fahrt, 700 Kilometer, ist eine Menge für ein bisschen Offroad fahren. Ja, aber pass auf, da gibt es einen Berg, da kannst du reinfahren und boah, ist alles mega und hat mir dann auch Bilder geschickt. Ja, das habe ich mir angeschaut und habe mir gedacht, okay, gut, das ja, sieht wirklich spannend aus, das muss ich mir tatsächlich mal mit anschauen. Und ja, so kommt es, dass ich mich jetzt auf den Weg gemacht habe nach Frankreich. Um mir zusammen mit dem Thomas und seiner Crew das Gelände mal anzuschauen, das mal ein bisschen auszuprobieren. Ja, eigentlich wollte ich schon locker eine halbe Stunde eher losgefahren sein, aber ich musste meine Augenschlüssel suchen. Ja, ich wollte dann los, habe meine Taschen zum Auto gebracht und festgestellt, das Auto geht gar nicht auf, als ich den Türgriff angefasst habe. Ja, sämtliche Taschen durchgesucht, das ganze Haus durchgesucht. Nach dem Autoschlüssel nichts gefunden. Meine Frau dann irgendwann angerufen, die schon auf der Arbeit war. Ich sag, du Vanessa, kann das sein, dass du meinen Wrangler-Schlüssel eingesteckt hast? Nee, nee, ich habe nur den von meinem Wrangler. Ich sag, wirklich? Ja, ich guck nochmal nach. Nee, habe ich nicht. Ja, gut, okay. Dann tun wir mal einen Gefallen. Dann schicke ich mal mit dem Zweitschlüssel eben nach Hause, damit ich mal starten kann. Ja, okay. Irgendwann später rief sie wieder an und sagt, ja, du Kai, weißt du was? Sorry, tut mir leid, ich habe noch den Autoschlüssel eingesteckt. Es kommt gleich jemand vorbei und bringt dir den. Ja. Gut, so startet das. Ein bisschen mit Verzögerung, ein bisschen Stress, aber ja, mittlerweile bin ich unterwegs und 7 Stunden habe ich insgesamt vor mir. Ja, ich will mal hoffen, dass das gut klappt. Ist ein bisschen neblig und diesig heute, Sonne kommt aber raus. Ja, so. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich später in Frankreich. Ich werde jetzt erstmal mich 7 Stunden hier, mir 7 Stunden gemütlich machen im Wrangler. Dann bis später. Bonjour! Es ist 10 Uhr morgens in Frankreich. Ja, wir sind hier gerade angekommen. Ich habe schon meine Freunde hier von Jeep Experience getroffen. Der Rudi ist der Offroad-Gott und derjenige, der uns dann halt rettet, wenn wir uns ja, festfahren oder ja, sonstige Dinge bauen, die nicht so gesund sind. Ne? Steffi ist mit dabei, Kerstin und natürlich der Thomas, der Cheffe. Ja. Wetter, man sieht es, ist jetzt nicht so optimal, aber gut, wir lassen uns davon nicht unterkriegen und hoffen auf ein bisschen Sonne heute Mittag. Hier haben wir unsere Autos stehen, Gladiator, schön fertig gemacht. Mein Rubicon, zu dem drehen wir dann noch mal ein spezielles, separates Video, wenn er fertig ist. Fehlen noch ein paar Umbauten an dem Auto und hier noch mal einen schönen kurzen JL Rubicon. Ja, und dann geht's gleich weiter Richtung Gelände. Good idea not only to drive off-road, it's good idea to tell the yes, story. Yes, people are very interested by the history. And the site is very... Überall hier finden sich, ja, Relikte aus vergangenen Tagen. Können wir schauen, hier ist auch noch mal ein gewaltiges Monument. Ja, hat kürzlich wohl scheinbar mal eine Hochzeit gefunden, deswegen stehen da ein paar Requisiten. Ich habe mir erzählen lassen, dass es einem Elefanten ähnelt. Wenn man sich das mal anschaut, sieht man halt, mein Finger mal kurz in die Kamera, genau. Da ist der Kopf, hier ist der Rüssel, dann geht hier der Rücken lang. Und hier hinten halt der Hintern vom Elefanten. Und in dem Stein selbst oben
ist aus Zeiten des Ersten Weltkrieges noch eine Inschrift eingeschlagen. Da steht, wir Deutsche fürchten Gott, sonst nichts auf der Welt. So, wir sind 2 Minuten hier, noch nicht im Gelände, aber die Steffi hat sich schon mal direkt passend getarnt. Hinterher.
wir sind schon eine Weile hier unterwegs. Schwer zu filmen. Gleichzeitig zu filmen, ein Auto zu fahren. Fahren jetzt in eine Höhle. Das werde ich auf jeden Fall filmen. Und das ist wirklich ein sehr interessantes Gelände. Ist technisch durchaus anspruchsvoll. Du fährst hier rein und es ist sofort Action ab den ersten Moment. Hier gibt es also wenig hier gibt es gar nichts Unspektakuläres. Es ist eigentlich alles spektakulär. Viel mit Gefühl fahren, viel zirkeln. Ist halt wie ein riesen natürlicher Trail. Sehr viel Spaß. Also muss ich wirklich sagen, auch die Anreise, jetzt gute 700 Kilometer, lohnen sich absolut.
wieder ein für mich wahnsinnig spannender Tag, der tierisch schnell verflogen ist. Ist quasi jetzt vorübergegangen. Wir sind schon wieder auf dem Rückweg. Ja, ich bin nachhaltig beeindruckt von diesem Wahnsinnsgelände. Natürlich von dem Offroad in den Höhlen. Ich hatte nicht erwartet, dass das wirklich so interessante Passagen hat und durchaus anspruchsvolle Passagen. So wie auch das Gelände außerhalb, also unter der freien Luft sozusagen, unter freiem Himmel. Enorm coole Passagen bietet, die schon recht technisch sind. Man muss ein bisschen drauf achten, aufs gesamte Fahrzeug, also nicht nur auf die Bodenbeschaffenheit, sondern auch auf das Dach, auf die Kotflügel, auf die Spiegel, dass du nirgendwo aneckst. Ist aber alles gut fahrbar. Mein Rubicon hat sich dabei gut geschlagen. Es gab keine Probleme, ich bin überall durchgekommen. Und ja, aber schon auch durchaus mit ein bisschen Anspruch das Gelände, und das hat mir sehr gut gefallen, sehr spannend. Ich habe dem Thomas von Jeep Experience gegenüber eine Blutschwur geschworen sozusagen, dass ich nicht preisgebe, wo dieses Gelände ist. Es ist auch nicht öffentlich befahrbar oder auch nicht für Einzelpersonen in dem Sinne. Und ja, wenn ihr Bock drauf habt, das mal selbst auch live zu erleben und zu fahren, ja, je nachdem aus welchem Teil der Bundesrepublik ihr kommt, ist es schon eine Anreise, ja, aber es lohnt sich allemal, wie ich finde. Ja, dann beobachtet doch einfach die Seite von jeepexperience.de oder aber folgt uns auf YouTube. Es wird jetzt dieses Jahr ein Event dort geben. Und von Jeep Experience, und das werdet ihr auf der Webseite von Jeep Experience finden oder aber halt auch auf unserer Webseite www.autohaus-hanamod.de. Ich denke, wir werden noch mal einen Short dazu dann auch bringen, wenn der Termin steht. Ja, dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Schöne Grüße auch an Margret und Thomas, sind liebe Kunden von mir, auch mit dem Rubicon. Und Margret war letztens bei uns im Autohaus und erzählte mir ganz stolz, dass sie jeden Sonntag morgen beim Frühstück unsere Videos schauen. Und das freut mich natürlich sehr. Also vielen Dank für eure Treue und freut mich, dass es euch gefällt. Schöne Grüße an dieser Stelle und lasst euch euer Frühstück gut schmecken. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch alles Gute. Bis dann. Ciao.